irgendwie habe ich immer die Angewohnheit, die Aufnahmen nachts zu starten. Aber gut, es wird eh gerade Tag, dann ist es ja okay. Ich habe ein bisschen gebaut. Und zwar habe ich hier einen Fußboden reingezogen. So ganz 100% zufrieden bin ich zwar noch nicht, aber es ist in Ordnung, kann ihn annehmen. Ich schaue gerade mal was anderes. Was zur Hölle? 13 Frames? 30 Frames? Das ist jetzt nur die Chance? Naja gut, schauen wir mal. Ja, es läuft aber verhältnismäßig flüssig, was auch immer das mit den Frames ist. Ahahaha. Gut, hoffen wir das Beste. Ja, also wie gesagt, ich habe einen Boden reingezogen. Die Stühle stehen hier immer noch. Ja, und ich habe ein bisschen gebaut. Und zwar, also hier, das, ja, es geht voran, es dauert noch eine Weile. Hier muss noch ein Fußboden rein. Und dann ist endlich das letzte Stockwerk. Naja, Dachstockwerk fertig. Allerdings habe ich noch keine Ahnung, wie ich das Dach bauen werde. Moment. Ist das richtig hier? Ja. Ah ja, hier ist die Ecke. Ja, also wie gesagt, noch keine Ahnung, wie das jetzt genau aussehen wird mit dem Dach. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Wahrscheinlich werde ich es hier auf diese Dinger auch draufsetzen. Da muss ich aber nochmal gucken. Und hier in den Ecken werde ich dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen hochgehen. Im Detail wird sich das zeigen. Autsch. Dann, man sieht es vielleicht. Das sind noch die Überreste. Ich habe hier ein bisschen den Boden abgesenkt, einfach damit das Haus ein bisschen höher wirkt. Und habe dann hier die Slabs an die Wand gesetzt. Gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Standfestigkeit, finde ich. So, und sieht auch so ein bisschen besser aus, wenn man sich das mal anschaut von ein Stückchen weiter weg. Ist schon relativ mächtig. Es geht dann hier oben auf. Hier, wie gesagt, mit den Ecken bin ich mir noch nicht so ganz 100% sicher. Und hier vorne, das, ja, das ist aber okay. Man kann das so nehmen. Ich werde das da wohl auch nicht mehr groß verändern. Das bleibt da so, dass das hier so an der Ecke so einmals ist nur. Mit den Seiten, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Aber im Grunde genommen vom, ja, von den Außenwänden her ist das Haus soweit fertig. Gehe hier auch nochmal ein Stückchen zurück. So sieht's halt aus. Es fehlt jetzt auch die Inneneinrichtung. Hier unten hatte ich ja gesagt, kommt Wirtshaus rein. Hier kommen Übernachtungsmöglichkeiten rein, so einzelne Zimmerchen, wo dann Leute übernachten können. Und da oben wohnt dann der Wirt mit seiner Familie und seinen Angestellten. Und ganz oben das Dach, je nachdem wie ich es baue, ist dann auch nochmal ein Stockwerk. Da muss ich auch nochmal gucken. Ich hatte ja auf Facebook gepostet, was für verschiedene Dachsorten es gibt. Zum Dach selber habe ich ein kleines bisschen Mist gemacht. Und zwar habe ich mir hier die ganzen Lehmblöcke gebrannt. In der Vermutung, dass man die Dachschindeln mit diesen Lehmblöcken craftet. Dann ist es allerdings so, die Terrakotta-Dachschindeln, da braucht man dann ganz normale Erde zu. Und den ungebrannten Lehm. Da habe ich natürlich jetzt Scheiße gebaut. Ich habe die jetzt alle gebrannt. Weil man aus diesem quasi... kommt das mal weg. So. Es ist halt mit dem Inventar nicht so ganz geil. Kann halt diese Terrakotta-Dachschindeln draus brennen. So. Wenn man das dann so ungekochte quasi brennt, erhält man dann diese Dachschindeln. Und mit denen kann man dann zack diese Dinger hier bauen. Und aus denen kriegt man dann eben diese ganz normalen Dachschrägen. Da ich natürlich jetzt ein bisschen, ja, Lehmfarmen. Lässt sich leider nicht vermeiden. Kurz mal ein Schlückchen trinken.
ist fertig. Ja, hier unten. Habe ich mal Truhen reingesetzt. Ich bin noch mal überlegen, ob ich mir diesen Doppeltruhen-Mod installiere. Weil jetzt ist es ja standardmäßig so. Man kann die einfach so nebeneinander setzen, da tut sich nichts. Aber es bleiben halt nach wie vor einzelne Kisten. Und mit diesem Doppeltruhen-Mod hat man dann quasi wie in Minecraft der Doppelkisten. So, meine. Ja, da muss ich mal schauen. Hier unten, da muss auch noch hier die Decke muss noch vernünftig gemacht werden. Der Boden muss noch vollständig ausgebaut werden. Cobblestone. Hier hinten muss ich mal schauen, wie ich das so lasse. Aber ich denke mal schon. Sind das hier viele Ratten? Meine Güte. Könnt ihr schwimmen? Nein. Ja, und hier die Wände, die müssen auch noch gemacht werden. Also, ein bisschen was ist noch zu tun. Und, bevor ich jetzt auf die Jagd nach Lehm gehe, werde ich mal kurz meine Vorräte noch mal ein bisschen auffrischen. So. Folge heute von der Länge her, muss ich mal schauen. Die letzte ist ja dann wieder ein bisschen länger geworden. Also mit diesen festen 20 Minuten, das ist nicht so ganz geil. Da muss ich mal schauen, ob ich das so mache oder nicht mache. Ich werde auf jeden Fall einfach so lange machen, bis ich denke, es reicht. Und ja, alles Weitere wird sich entsprechend ergeben. Meine Güte, hier geht das auch wieder so tief runter, ne? Was ist denn da unten? Ist hier zumindest schon mal ausgeleuchtet. Ach, hier unten war ich auch schon mal irgendwann. Okay. Ja, das Problem ist, ich habe alles an Lehm schon irgendwie weggeholt und eben auch schon gleich verbrannt. Und ja, jetzt habe ich halt die Arschkarte und darf wieder Lehm suchen. Habe ich das hier schon mal gezeigt, den Gang? Irgendwann hatte ich einen ganz langen Gang mal durchgegraben hier durch die Höhle. Oder was heißt durchgegraben? Durchgelaufen und geguckt, was hier so ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier schon das mal gezeigt hatte oder auch nicht. Wo kommen die ganzen Ratten her? Ja, auf jeden Fall sind hier noch ein paar Rohstoffe. Und ich hoffe, es ist auch ein bisschen Leben dabei. Ja, dann war ich heute Mittag ja so ein bisschen angepisst. Ich hatte endlich mal ein bisschen Zeit, zu einer vernünftigen Uhrzeit aufzunehmen. Und der Nachbar hatte anscheinend eine andere Meinung und hat Lärm gemacht ohne Ende. Der ist mal wieder am Renovieren. Macht da regelmäßig, habe ich das Gefühl. Aber eins ist schön, ich habe es nämlich gesehen, er muss draußen scheißen. Steht ein Häuschen vor der Tür, Toilettenhäuschen und ja. Bin ich ein bisschen schadenfroh drüber. Aua, da kommt was runter. Ich meine nicht, dass ich den Nachbarn nicht mögen würde. Na gut, eigentlich mag ich ihn tatsächlich nicht, aber ja. Er renoviert sein Badezimmer und darf jetzt draußen scheißen. Ich wünsche ihm Durchfall und dass er heute Nacht raus muss. Dann habe ich schon mal ein bisschen tagsüber Zeit und dann Lärm ohne Ende. Inzwischen hat er es aber sein gelassen, vielleicht ist ihm der Bohrer auf den Fuß gefallen. Würde mich auch nicht weiter stören. So, genug vom Nachbarn. Was gab's denn sonst noch diese Woche? Eigentlich nichts Größeres. Ich sollte mich vielleicht wirklich mal vorbereiten. Ich gucke einen anderen Let's Player, der auch ein Mindtest-Let's Play macht. Und ich schaue seine ganzen alten Folgen jetzt gerade, weil ich da jetzt ein bisschen aufholen wollte von den Folgen her. Der hatte erzählt, er hat sich tatsächlich einen Zettel genommen und hat da drauf geschrieben, was er an Themen erzählen möchte. Sollte ich vielleicht auch mal einführen. Wo kommt das da hinten her? Komme ich da schon ran? So. Zack. Mal das Wasser hier mal eben abfließen lassen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, okay. Jetzt aber. Da läuft doch jemand. Denn die Ratten hören sich anders an.
Irgendwo läuft da jemand. Ich höre das eindeutig. Das ist doch bestimmt wieder so ein Steinmonster. Naja, jetzt habe ich eine Hacke dabei. Und angeblich soll es da mit den Spitzhacken auch gehen. Hört er auch, ne? Die Ratten haben tippligere Schritte. Da! Da, da ist er! Ha! Oh! Mit was schießt du denn? So? Also treffen tue ich ihn. Haha! Ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt. Hallo, Ratte. Was ist das denn? Wow. Was zur Hölle? Das gucke ich mir gleich nochmal an. So. Ach, das sind diese Blöcke mit den Münzen drin. Genau. Kommt von der Mod. Ist das aber auch fies dunkel dahin. Da gucke ich da auch nochmal hin. Ja, je tiefer man runterkommt, desto spannender wird das, wa? So. Gut. Eigentlich wollte ich ja Lehm finden. Ah, ich finde ja... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mal schon sagen, ganz ehrlich, die Minecraft-Höhlen, die sehen zwar ein bisschen sauberer aus, weil die Engine da einfach ein bisschen ausgereifter ist. Aber, alter Schwede, es ist schon ziemlich geil. Wie verwinkelt das hier überall ist und... Meine Güte. Ja, hier geht's langsam wieder hoch. Ich platziere die Fackeln, wie man sieht, übrigens immer noch kreuz und quer. Aber dafür haben wir ja den Home-Befehl. Da oben ist Lehm. Da oben ist Lehm. Lehm, Lehm, ich krieg Lehm. Ja. So. Zack, durch, durch, durch. Ja, was soll's. So. Ja, jetzt esse ich hier den Apfel. Auch sogar ordentlich viel. Das ist doch schön. Da kriege ich doch bestimmt ein bisschen was raus. Ja, meine, dieser andere Let's Player, ich verlinke das einfach mal unten. Der hat auch aus den Terrakotta, ich glaube, der hat aus den Holz, hat die Holzschindeln genutzt. Aber ich denke mal, das wird von der Anzahl her ähnlich sein und da kommt ordentlich was bei rum. Deswegen denke ich schon fast, dass das Lehmzeug, das ich hier abbaue, das reicht sogar schon. Also zumindest für einen größeren Teil des Dachs. Oh, das... Da oben ist nichts. Au! Ja. Das kommt davon. Ja gut, bin ich nicht ganz runtergefallen. Wuhu! Da ist er! Also da kriegt man sie tatsächlich mit. Da-da-da! Da-da-da! Jetzt komm, jetzt stirb auch! Meine Güte. Na, immerhin kriegst du, kommst du hier nicht hochgehüpft. Zack. Finde ich ganz geil mit diesem Mod. Es ist tatsächlich so, dass Mobs jetzt nicht ohne Ende hier kreuz und quer überall zu finden sind. In Minecraft die Zombies, das sind ja wirklich so Standardgegner. Das ist hier gar nicht der Fall. Hier ist wirklich, wenn dann mal Monster da sind, was Besonderes. Finde ich ganz cool. Finde ich nicht so cool, keine Fackeln mehr. Oh, hier wieder welche. Ja, ich denke, der Lehm ist auf jeden Fall ausreichend. Na ja, komm. So. Ups. So.
Da hinten ist es. Da ist ein Schaf. Okay. Das ist ein Drop bis nach ganz unten. Das ist ja auch cool. Ja gut, das heißt bis nach ganz unten, also bis hier auf diese Ebene. Bis nach ganz unten ist, glaube ich, ein bisschen länger. Ja, scharf. Also da kommt man auf jeden Fall an die Oberfläche da oben. Okay. Gucken wir mal deine Wolle. So. Da hörst du auch schon wieder tippeln. Da ist nichts. Du Schaf, tut mir leid, aber ich kann dich hier unten leider nicht gebrauchen. Es ist hier unten irgendwo. Ist doch hier irgendwo in der Nähe. Ich höre das auch schon wieder. Lehm. 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 Alter, diese Höhlen sind echt geil. Also so langsam machst du mir Angst, Freundchen. Alter, und wie schnell der läuft. Er ist schon so ein bisschen gruselig. La la la, alles ist in Ordnung, alles ist in Ordnung. Eisen, 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 Pupeisen. Da irgendwo? Jetzt ist er nämlich wieder ruhig. Oder bist du da unten irgendwo? Da oben geht's auf jeden Fall raus. Ich hole mir erstmal das Lehm. Den Lehm. Lehm. Nein, ich bleibe dabei. Ich mag keine Mobs. Absolut nicht. Aber sie gehören zum Spiel dazu und von daher ist das völlig in Ordnung. Ich mag sie trotzdem nicht. Dafür mag ich hier das ganze Lehm. Den ganzen Lehm. Aber im Sprechen war auch schon mal besser heute. Wieder am Rumtippeln irgendwo. Weil wie gesagt, die Ratten, die hören sich anders an, wenn die laufen. Da aus der Richtung kommt es irgendwo. Immerhin kann man sie tatsächlich mit der Spitzhacke zerhauen. Alter, der ist richtig am Rumrennen. Wo ist das Viech? Also hier zumindest nicht. Obwohl? Ja gut, da unten, da war ich schon mal irgendwann. Und
Inzwischen habe ich mich übrigens komplett verlaufen. Ich werde gleich einfach den Home-Befehl benutzen. Und dann gucke ich mir mal an, was ich alles so erbeutet habe gleich. Nom nom nom. Ach ja, die Kohle wollte ich ja auch immer mitnehmen. Die Mod übrigens nochmal ein bisschen angepasst. Wir haben jetzt zwar nicht das Rezept für die Kohleblöcke verändert, aber ich habe ein bisschen eingestellt, dass es einfach ein bisschen mehr an Items gibt, wenn man die Kohleblöcke quasi dann aufteilt in den Abrieb. So. Und von daher sollte das dann nicht so ganz schlimm sein. Cool, ich würde mal sagen, da unten, die gehe ich jetzt nicht rein. Oder waren das doch die Ratten? Yolo! So. Muss auch mal sein. So benutzt man das Wort übrigens. So, das sind gerade. Da, wow! Nein, danke. Habt ihr gesehen, ne? Es waren mindestens zwei. Da gehe ich irgendwann mal rein, wenn ich ein bisschen besser ausgerüstet bin. Ich meine, ich habe einen Grasbüschel auf dem Kopf. Da ist nicht viel mit Rüstung. Also, gucken wir noch mal. Oh, Silbermünzen, cool. Silbermünzen, kann man da irgendwie was mit anstellen mit den Silbermünzen? Kann man die zu Silber machen? Nein. Wahrscheinlich genau wie die Kupfermünzen, einfach nur Müll. Und eine Goldmünze. Gut, das kommt mal in meine total sichere Kiste draußen. Und dann sind die 20 Minuten auch schon wieder rum. Ich sehe das auch schon wieder, aber hey. So. Zack. Zack. Silberklumpen. Okay, die brauche ich. Die Lumpen. Klumpen. Kupfer. So. Ja, die Farm, das habe ich aufgegeben, das ist Quatsch, also irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Meine Idee war ja, die Baumwolle zu nutzen und zu Wolle zu machen, aber sobald ich da irgendwie diese gewachsenen Baumwollpflanzen abgebaut habe, haben sich die quasi in Luft aufgelöst. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. So, gerade noch was getrunken. Ich habe jetzt immer einen Kakao hier stehen, wenn ich aufnehme. Das dämpft so ein bisschen. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, also wie ging das jetzt? Das Zeug mache ich aus. Da war da irgendwie mit dem Wassereimer, hatte ich das doch gesehen. So, aus dem Kackhaufen hier. So, und der Kackhaufen. Genau, Erde, Lehm und ein Wassereimer. Den Wassereimer habe ich nicht dabei. Wo habe ich den? Habe ich den hier? Wo habe ich denn mein Wasser? Ach, hier ist der Eimer. Ah, ich befürchte, das wird wieder viel Arbeit. Ah, Erde ist hier unten. So, das mache ich jetzt eben noch und da ist die Folge nämlich auch schon wieder rum. So. Ach du Scheiße, 99. Na. Das heißt, ich muss die alle per Hand mit dem Wassereimer machen, oder wie? Die haben noch einen Knall. Vor allem brauche ich erstmal. Na gut, den Eimer werde ich wahrscheinlich wieder kriegen. Da brauche ich wahrscheinlich erstmal keinen neuen dann. Machen wir den mal voll. So. Wieso geht das nicht? Oh, jetzt muss ich da. Aber das ist ja kein Problem. So. Darf ich jetzt halt nur 3-4 Mal hin und her laufen, um das Ding da oben zu füllen? Schade, ich dachte, man kriegt den auch an der Spüle voll gemacht, den Eimer, aber... Amateur, so geht das. Aber war wohl nichts. Zack, zack, zack. Ich soll mir mal so einen Brunnen bauen. Ich glaube, mit dem Brunnen kann man dann auch den Eimer voll machen. Es sieht ja besser aus als diese komische Wasserquelle, die ich mir da gerade zusammenbaue. Boah, haben wir denn jetzt auf der Uhr?
25 Minuten, naja gut. So. Also, einmal unendliches Wasser. Dahin. Dann war am Anfang und hier. Da kriege ich meinen 8 Klumpen drauf. Oh. Also, ja, das Ding ist oben. Du spielst jetzt wie lange meinen Test? Ihr seht, wo die Reise hingeht, ne? Das werde ich jetzt bis zur nächsten Folge machen und werde die einfach mal alle umwandeln in, Scheißhaufen. in die Terrakotta-Rohmasse. Zack. Den Kram hier nochmal eben kurz entsorgen. Ja, das wird gebrannt. Hier gibt's was zu futtern. Da ist gerade eine Ratte geplatzt. Ich werde mir jetzt mal diesen dämlichen Grasbüschel hier wieder wegtun. So. Komm hier. Also, ich werde mir nochmal gucken, dass ich mir einen Brunnen baue, damit ich eine vernünftige Wasserquelle habe hier. Und werde dann eben, wie gerade gesagt, das hier mal so ein bisschen machen. Und nächste Woche kommt dann hier oben das Dach drauf, beziehungsweise zeige ich euch dann, wie ich es gemacht habe. Da muss ich eben nochmal schauen, wie genau ich das im Detail machen werde. Und es ruckelt massiv. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme in Ordnung. Gut, wir sehen uns nächste Woche am Mindtest-Montag und bis dahin. Tschö!